Street Fighter 2 Turbo war meine erste Begegnung mit dem Prügelspiel-Genre und war auf dem Super Nintendo. Die Serie war damals sehr, sehr populär und veröffentlicht heute noch Ableger. Damals gab es auch so einige Portierungen des Spieles, unter anderem natürlich auch auf den Game Boy. Aber kann das gelingen? Das System ist ja nicht gerade für seine Prügelspiele bekannt. Was taugt Street Fighter 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Sun L entwickelt und von Nintendo selbst bei uns 1995 veröffentlicht. Leider wurde das Spiel bisher in keiner virtuellen Konsole oder ähnlichem neu veröffentlicht. Das Spiel ist natürlich wie seine großen Brüder ein 1 gegen 1 Prügelspiel, in dem ihr mit verschiedenen Kämpfern euch mit Schlägen, Tritten und Spezialangriffen gegenseitig blaue Augen und mehr verteilt. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr erst einmal drei verschiedene Spielmodi. Einmal den Normalmodus, den Versus Mode und Survival. Im ersten Modus kämpft ihr wie gewohnt in 1 gegen 1 Kämpfen euch durch die Konkurrenten, bis schließlich keiner mehr übrig ist. Der Versus Mode dürfte sich von selbst erklären. Ihr spielt hier gegen eine andere Person via Linkkabel. Der dritte Modus ist ein interessanter. Auch hier kämpft ihr nach und nach gegen andere Kontrahenten. Hier müsst ihr jedoch nur eine statt zwei Runden gewinnen, nehmt aber die verlorene Lebensenergie mit in die nächste Runde. Bei der Kämpferauswahl könnt ihr natürlich aus den bekannten Charakteren des Franchises auswählen, wobei leider nicht alle portiert wurden. Die Mischung ist aber durchaus solide und so sollte für jeden Geschmack ein passender Kämpfer zur Verfügung stehen. Allgemein steuern sich die Kämpfe natürlich etwas simpler als zum Beispiel auf dem Super Nintendo. Logisch, da die Anzahl der verfügbaren Knöpfe natürlich sehr eingeschränkt ist. Der eine Knopf führt einen Schlag aus und der andere einen Tritt. Je länger ihr die Knöpfe gedrückt haltet, desto stärker werden die Angriffe ausgeführt. Damit wurde die übliche 6-Tastensteuerung etwas kompensiert. Kombiniert ihr diese mit dem Steuerkreuz, könnt ihr dann sogar auch die bekannten Spezialattacken ausführen, wie zum Beispiel Chun-Lis 1000 Tritte. Allgemein steuert sich die Kämpfe für die Verhältnisse echt gut und fangen durchaus das Gefühl der Vorlage ein. Allgemein habe ich beim Kampfgefühl nichts zu meckern. Andere Vertreter des Genres schwächen auf den Game Boy wesentlich, wesentlich mehr. Die Grafik ist für die Verhältnisse des Game Boy echt wunderbar umgesetzt worden. Die Charakter-Sprites sind alle angenehm groß und sehen auch wie ihre Vorbilder aus. Klar muss bei den Animationen gespart werden, aber grundsätzlich passt alles. Genauso sieht es mit den Hintergründen aus. Hier wurde auf jeden Fall sich sehr viel Mühe gemacht, das Vorbild so gut wie möglich zu portieren. Beim Sound sieht es auch so aus. Technisch kann man bei dem Spiel echt nicht meckern. Was taugt Street Fighter 2 für den Game Boy also heute noch? Ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Spiel. Klar, andere Ableger auf anderen Systemen sind natürlich wesentlich besser, aber für die Verhältnisse des Game Boys wurde hier ein echt gutes Spiel abgeliefert. Ich habe zumindest noch kein besseres Spiel aus dem Genre auf den Game Boy gespielt. Das war der Test zu Street Fighter 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.